Obwohl Ida es in die Top 10 der diesjährigen GNTM-Staffel schaffte, musste sie sich vom Traum des Titels verabschieden. Der Schock war groß und das nicht nur bei der Zuschauerschaft, die die Kölnerin als klare Favoritin sahen. Nun meldet sich Ida auf ihrem TikTok-Account zu Wort und erhebt schwere Vorwürfe gegenüber der Show. Ein Fan wollte wissen, ob Ida ihren Rauswurf als geplant ansieht, da es zu viele Zufälle gab, wie beispielsweise starker Wind. Also Leute, ich muss sagen, vor Ort habe ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht, aber jetzt, wo ich die Folge so ein bisschen gesehen habe, ich habe ein paar Abschnitte gesehen, die wichtigsten. Ich weiß ja selber, was ich dort gehört habe, was ich wirklich wahrgenommen habe, was mir gesagt wurde und wie es am Ende ausgestrahlt wurde. Ich will nicht sagen, dass es extra gemacht wurde. Nein, das will ich nicht. Aber mir ist schon aufgefallen, dass Sachen mir passiert sind, wo die anderen gar keine Schwierigkeiten hatten. Es hatte nichts mit unseren Stärken zu tun, sondern eher mit dem, was für uns geplant war. Egal ob jetzt Outfit, Location, Position, dies, das, Ananas. So erinnert sich Ida an das Fotoshooting, bei dem sie große Probleme mit dem Wind hatte. Und auch die Schuhe bei der Live-Drag-Show in Las Vegas machten Ida zu schaffen. Aber wie ist es dazu gekommen? Denn es hat schon so angefangen, dass wir gewartet haben, um auf die Bühne zu kommen. Wir haben unser Lied gehört und ich wollte schon direkt raus. Und dann hieß es von einem Typen aus der Produktion: Ey, wartet, ihr seid noch nicht dran. Und wir so: Hä, wie? Wir müssen jetzt schnell raus, weil, ne, sie macht schon unsere Moves. Und irgendwann meinte er so: Ah, jetzt könnt ihr. Und dann sind wir rausgegangen. Mussten natürlich ein bisschen reinkommen. Klar, Smaia hat dann die Choreo vergessen. Wir sind durcheinander gekommen, wir haben verkackt. Und das war's. Ob das geplant war? I don't know. Ob an Idas GNTM-Vorwürfen etwas dran ist?